Die Goldene, die Schöne, die Heilige. Jerusalem hat in den vergangenen Jahrtausenden viele Beinamen erhalten. Jerusalems Altstadt ist heute der wohl bestbewachte Ort der Welt. Kern des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern. Von Juden, Christen und Moslems gleichermaßen als heilig beansprucht, wird die Stadt täglich von tausenden Gläubigen besucht. In der Stunde zwischen Nacht und Tag zeigen sich die Gassen der Altstadt nahezu leer und still. Doch auf nur einem Quadratkilometer ballt sich ein politisch und religiös aufgeladener Mikrokosmos, in dem 25.000 Muslime, etwa 3.000 Christen und 3.000 Juden leben. 1967, im Sechstagekrieg, eroberte Israel den arabischen Osten Jerusalems und damit auch die Altstadt mit den heiligen Städten. Israel erklärte das nun geeinte Jerusalem zu seiner Hauptstadt. Dieser politische Status ist international umstritten. Al-Quds nennen die Araber die Altstadt Jerusalems, mit der auf dem Tempelberg thronenden goldenen Kuppel des Felsendoms. Die bewohnte Altstadt Jerusalems besteht aus dem jüdischen Viertel, dem muslimischen, dem eher unscheinbaren armenischen und im Nordwesten dem christlichen Viertel. Rund 3000 Christen leben in der Altstadt, eine Mischung aus christlich-orthodoxen, westlichen und arabischen Christen. Das christliche Viertel beherbergt den Sehnsuchtsort aller Christen weltweit, die Grabeskirche, in der sich laut Überlieferung die Stelle der Kreuzigung und das Grab Jesu befinden. Das muslimische Viertel ist das größte Viertel und prägt den arabischen Teil der Altstadt. 25.000 Muslime leben hier und stellen damit die Mehrheit zwischen den Stadtmauern von Jerusalems Altstadt. Der muslimische Teil der Altstadt ist der am dichtesten besiedelte Ort Israels. Nichts prägt die Altstadt mehr als die Basare. 1300 Jahre lang war Jerusalem eine arabische Handelsstadt. Ursprung des Souk, des Altstadtmarkts. Gegen 14 Uhr schließen viele Geschäfte muslimischer Inhaber. Die Besitzer gehen in kleine Moscheen, die im ganzen Viertel verteilt sind oder, wie hier, hinter einem Kaffeestand verborgen liegen. Der Weg zur Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg wird heute, wie so oft, vom Militär versperrt. Das jüdische Viertel liegt im Südosten der Altstadt und wird von der Klagemauer und dem armenischen Viertel begrenzt. Heute leben 3000 Juden hier. Zwischen 1948 und 1967 wurde das Gebiet von der jordanischen Armee völlig zerstört und so ist kaum etwas von der historischen Bausubstanz erhalten. Das Viertel wurde nach dem Sieg Israels im Sechstagekrieg 1967 neu aufgebaut und großräumig angelegt. Die Häuser sind mehrgeschossig und bieten den kinderreichen jüdischen Familien viel Platz. Entstanden sind diese Wohnhäuser mit der Unterstützung der auf der Welt verteilten jüdischen Diaspora. Es ist heute der modernste, am besten sanierte Teil der Altstadt, der sich dicht an den heiligsten Ort der Juden, die Klagemauer, schmiegt.
Die Klagemauer oder westliche Mauer des Fundaments des Tempelbergs ist für alle Israelis das Symbol der vereinten Stadt Jerusalem und die heiligste Stelle des Judentums. Zum Morgengebet sind hier hauptsächlich die orthodoxen Vertreter des Glaubens anzutreffen. Auch in den kleinen Synagogen der Altstadt beten Gläubige. Das Morgengebet ist für den 39-jährigen Sharon Wilczek der letzte Moment der Ruhe. Die Gebetsriemen, die Tefillin an Arm und Kopf, sind Ausdruck enger Verbundenheit mit Gott. Nur wenige hundert Meter westlich, unterhalb des Tempelbergs, beginnt die Davidstadt, der wohl älteste besiedelte Teil Jerusalems. Ein von der Siedlerlobby sehr begehrtes Gebiet. Silwan gehört, wie ursprünglich auch ein Teil der ummauerten Altstadt, zu Ost-Jerusalem. Dieses mehrheitlich von Arabern bewohnte Gebiet ist Austragungsort eines komplizierten Territorialkonflikts. Für die einen ist es annektiertes Palästinenserland, für die anderen ein weiterer Stadtteil der israelischen Hauptstadt. Es gab in Jerusalem Zeiten, da konnte man nicht so einfach in den verschiedenen Vierteln herumlaufen. Es gab oft Bombenanschläge und dann mussten die Kinder beider Seiten zu Hause bleiben. Es gab dann auch unter den Arabern Tumulte. Die Polizei machte Hausdurchsuchungen und so weiter. Es ist eine miese Situation für beide Seiten, wenn so etwas passiert. Aber eines möchte ich klarstellen. Dadurch, dass meine Kollegen und ich, also Mithat, Samir und so weiter, alle das gleiche Ziel verfolgen und unseren Lebensunterhalt gemeinsam verdienen, ziehen wir an einem Strang. Gott sei Dank. So ist es zumindest bei uns. Über das gemeinsame Geldverdienen und die Arbeit sind wir Freunde geworden. Wir arbeiten und leben nun mal zusammen. Ja, wir sind Freunde geworden. Ja.